Andreas Marein, heute auf dem Caravansalon 2023. Grüß dich, Andreas. Ja, wir haben hinter uns ein richtiges Nutzfahrzeug, ein Iveco Daily als voll integriertes Modell, als Cargo. Und da hast du eine besondere Aktion für den. Ganz genau. Wir haben im Moment für alle Iveco-basierenden Fahrzeuge, die es in der Cargo-Familie gibt, also quasi für den S Plus und für den Liner for Two, haben wir im Moment einen absoluten Mega-Deal, weil der Iveco jetzt auch bei dem Frühlingsfest, was wir gehabt haben, so extrem gut angekommen ist. Bei den Probefahrten haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir einen Iveco Mega Deal, um das Fahrzeug auch nochmal so richtig zu beschleunigen. Das bedeutet, es gibt auf das Superpaket, auf das Fahrwerkpaket, auf das Fahrassistenzpaket und auf die Differentialsperre gibt es 50% Rabatt. Und wem das nicht reicht, der kriegt auch noch eine Hubstützenanlage von E&P für 1 € obendrauf. Die Gesamtersparnis? Die Gesamtersparnis ist ca. 26.000 Euro bei dem großen Chassis hier, wie es hier steht, also 60-65er Chassis. Und bei dem kleinen Chassis ist es knapp unter 25.000 Euro. Genau, das ist natürlich begrenzt, das kann man natürlich nicht dauerhaft halten, das ist ganz klar. Das sind 6 Fahrzeuge, die bei uns im Bestand stehen und noch ganz wenige Fahrzeuge, die bei uns im Zulauf sind. Das heißt, das sind relativ kurzfristig verfügbare Fahrzeuge. So, Baustellenlook ist ja innen bei Cargo. Das ist das neue Feeling für den Messestand. Ja, genau. Hier ist im Moment noch alles im Aufbau. Ne? Wir haben ja nur noch sehr, sehr früh morgen. Die Messe macht ja erst morgen auf. Hier läuft noch keine Klimaanlage und nichts. Und hier laufen die Palettenwagen rum. Überall liegt noch Müll rum und die Folien sind auf den... Das kennen die Leute ja schon von den anderen Videos. Wir wollen nur sagen, der Stand ist noch nicht fertig. Ja, und genau. Wir zeigen euch trotzdem die Neuigkeiten so schnell wie möglich. Morgen am Freitag, den 25. wird das Ganze schon gesendet und die Aktion ist wirklich gut. Wir haben hier vom Preis-Leistungs-Verhältnis ein Fahrzeug made in Germany, ja, was nicht so hoch ist wie viele Liner. Trotzdem hast du innen eine Stehhöhe, die ist gigantisch. Also dieses Raumgefühl entsteht ja durch die Stehhöhe. Genau, also wenn du hier in dieses Fahrzeug hineinkommst, dann sag ich immer so, hast du so diesen Kathedraleneffekt, weil das Auto hat innen drin eine Stehhöhe von 2,11 Meter. Das ist also echt ein Auto für großgewachsene Menschen. Und das Fahrzeug hat eine Gesamthöhe, die unter 3,30 Meter liegt. Das, finde ich, ist das Interessante dabei, ne? Ja, der hat was ganz Interessantes. Der hat längs Einzelbetten mit drin. Er hat eine normale Sitzgruppe mit eingebaut. Das ist des Deutschen liebstes Kind. Die verkaufst du am allermeisten, oder? Ganz genau. Das ist der sogenannte XL-Grundriss, wie du gerade gesagt hast, längs Einzelbetten. Und der hat ein wirklich sehr, sehr großes Raumbad drin, was du auch separieren kannst, nach vorne zum Wohnraum hin oder auch hinten zum Schlafzimmer. Das ist wirklich ein Riesenauto. Das gibt es auch als Queensbett-Variante. Dann wechselt natürlich die Bezeichnung. Das ist jetzt ein 61er XL und als Queensbett heißt er dann 64 XL. Ja, der steht den großen Linern eigentlich in nichts nach. Er hat ein Doppelbodenkonzept, das bedeutet, alle Tanks sind innenliegend, es gibt keine außenliegenden Tanks und deswegen ist das Fahrzeug auch so hoch. Das heißt, du hast relativ viele Treppen, um einzusteigen. Du hast den Platz für einen Roller. Das Problem beim Roller ist ja einmal die Höhe, um ihn reinzukriegen und einmal die Breite durch den Lenker. Und da hat Cargo wirklich mitgedacht. An der Stelle, wo vielleicht sogar 3 Fahrräder rein müssen, ja, da gibt es rechts keine Begrenzung. Ja, das ist richtig. Du hast vollkommen recht, das Iveco-Chassis ist natürlich naturgemäß schon etwas höher als jetzt eine Alco-Kombination. Aber Cargo ist natürlich hingegangen und hat die Einladehöhe der Heckgarage trotzdem auf einem ähnlichen Niveau wie beim E-Line gehalten, weil der Originalrahmen vom Iveco, der hört hier auf. Man arbeitet hier mit einem Hilfsrahmen, um den Rahmen eben dementsprechend so niedrig zu bringen wie möglich, damit man eben einen Roller oder schwere E-Bikes halt bequem in die Heckgarage hineinbringt. Was man natürlich aufgrund dessen hat, man hat eine enorm hohe Heckgarage, wo man, ich sag mal, selbst sitzend mit montierten Spiegeln mit dem Roller so reinfahren kann. Ne? Der Cargo fällt nicht so auf in Sachen normale Campingplätze. Du kennst das Problem, du fährst mit einem großen Liner, sei es auch mit einem 7,5-Tonner auf dem Campingplatz. Die sind ja nun mal 40 cm höher, obwohl du das innen gar nicht so groß spürst. Viele stehen da drauf und viele sagen, will ich gar nicht haben. Ich will mit dem normalen Camper noch so ein bisschen auf Augenhöhe kommunizieren können. Das schafft der Cargo eigentlich ganz gut, oder? Ja, also ich sag mal immer so, der Cargo, der liegt so mittendrin. Das ist nicht so ganz abgehoben, aber es ist eben immer noch, ich sag mal, wir sind
sind die anderen auch ganz normales Wohnmobil, aber es wird auch genauso akzeptiert. Wobei ganz interessant, was du gerade sagst, wir hatten jetzt vor kurzem Filmaufnahmen gehabt am Gardasee, ging es auch ganz speziell um den Iveco rum und da sind wir dann auf ganz normale Campingplätze halt auch drauf gefahren und wenn wir da ankamen, jetzt hier mit Filmteam etc., kamen dann die Leute zu, sie haben gesehen, ah, das ist irgendwas Offizielles jetzt hier und dann, oh, Karthago, können wir mal reingehen und so, aber eigentlich waren wir da nur zum Filmen, aber am Ende des Tages hat man fast eine Messe draus gemacht und wollten es gar nicht. Man sieht hier, die Verarbeitung ist wirklich toll. Ihr habt immer das System so, dass du an alle Elektrikkomponenten sehr leicht rankommst. Tolle Geschichte ist der Hauptschalter. Erklär mich mal. Ganz genau. Also bei jedem Karthago-Modell liegt die Zentralelektrik immer hier hinten rechts in der Ecke drin. Und mit diesem Hauptschalter, den du so toll findest, der sogenannte NATO-Knochen, kann ich mit einem Handgriff das ganze Fahrzeug halt eben, ich sag mal, stromlos schalten. In dem Augenblick sind im Grunde genommen die Batterien vom Energienetz halt getrennt. Bedeutet, ich habe also jetzt, ich sag mal, leise Verbraucher, wie jetzt Standby-Geräte oder sonst irgendetwas, die habe ich damit ausgeschaltet. Man muss allerdings, wenn man die Batterie jetzt laden möchte, muss man natürlich den Knochen wieder auf 1 stellen, weil es gibt jetzt gar keine Verbindung zum... Also gedacht ist das, wenn ich das einwintere zum Beispiel, damit die Batterien nicht tiefenentladen werden. Man kennt das, ein Auto steht mal 4-6 Wochen, es passiert mit meinem Cupra, auf einmal war die Batterie leer. Und das wird damit natürlich sinnvoll verhindert. Lithium, ist das mittlerweile Serie oder kann man das kriegen oder ist das eine Sache, die der Fachhändler nachrüstet? Wie läuft das bei euch? Ja, also nach wie vor ist Lithium bei uns nicht Serie. Wir haben serienmäßig immer noch ganz normale AGM-Batterien drin. Die stehen natürlich auf der Aufpreisliste drauf, die auch fast jeder Kunde mittlerweile, ich sag mal, in so ein Auto reinbaut. Das muss man ganz klar sagen. Entweder werden die von vornherein ab Werk bestellt oder da lässt natürlich, ich sag jetzt mal, der Service, der draußen ist, der lässt natürlich da Tor und Tür offen und kann dann dementsprechend auch dem Kunden Individuallösungen anbieten. Was natürlich auch nicht schlecht ist, weil jeder hat ja zum Thema Autarkie oder Elektrikversorgung eine andere Weisheit. Am Ende des Tages ist hier viel Raum für Servicebetriebe, sich hier mit der Elektrik und mit der Autarkie zu beschäftigen. Ja. Ja, 286.000 Euro, das hier ist das Flaggschiff. Geht es noch teurer, geht es noch größer? Ja, der 64er ist nochmal ein Tacken teurer, ist aber jetzt nicht der Rede wert. Also so ein Auto schaffst du mit Ausstattungsliste, wenn du da noch ein paar Kreuzchen machst, auch gut und gerne an die 300 zu treiben, ja. Werterhalt, wie sieht es damit aus? Ja, der Werterhalt bei einem Karthago ist nach wie vor noch exorbitant hoch, weil wir eben nicht alle 14 Tage ein neues Modell halt rausbringen und damit den Bestand quasi abwerten an der Stelle. Die Fahrzeuge sind nach wie vor im Gebrauchtwagenmarkt extrem stabil, was aber auch nach wie vor die Internetbörsen auch genauso zeigen. Also wir haben jetzt gerade gestern noch einen S Plus verkauft, einen 61er, nämlich 2019 hier auf der Messe verkauft. Das Auto ist noch für fast 200.000 Euro weggegangen. So, und das ist die Küche. Besonderheit hier, ihr habt eine extrem ergonomische Küche, die bei vielen anderen Aufpreis kostet, ist hier inklusive drin. Der Raum wird optimal genutzt. Das Fahrzeug ist sehr handlich durch seine Breite. Sind wir hier bei 2,35? Was haben wir? Nee, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Das Auto hat eine Breite von 2,27 Meter. Und das machen wir auch ganz bewusst so. Ich meine, ist klar, unbewusst mit Sicherheit nicht, aber ganz bewusst so. Weil man kann wirklich sehen, gerade jetzt in engen Gassen, wenn ich jetzt in Italien, in der Toskana oder unterwegs bin, dann bin ich mit den 2,27 viel handlicher unterwegs. Und das macht wirklich viel aus. Das macht extremst viel aus. Und natürlich auch die Autobahnfahrt, die berühmten Baustellen, die ja mittlerweile, habe ich den Eindruck, immer endlos lang sind. Wenn man einmal irgendwo eine aufgestellt hat, hört die auch nicht mehr auf. Da komme ich mit 2,27 viel stressfreier durch, anstatt ich da jetzt mit so einem 2,35 Meter oder noch größer bis 2,50 halt dementsprechend unterwegs bin. Ja, das Schöne ist natürlich, die Proportion wirkt mehr linermäßig, weil dadurch, dass er nicht ganz so breit ist, wirkt er viel höher, viel dynamischer. Und wenn du jetzt nicht gerade ein Riesenfahrzeug daneben stellst, dann sind die Proportionen, die natürlich vielen Leuten wichtig sind, ist die Optik, die wirken viel, viel besser. Also es ist, also er ist hochgestreckter, er ist schlanker, agiler. Nicht so, du weißt ja selber, wenn man klein ist und dick, wirkt das sehr viel mehr. Du bist ja groß. Spielst du da was an? Ja, ich habe 8 Kilo abgenommen. Weiß ich nicht, ob ich jetzt unbedingt schlanker und agiler wirke.
Aber es ist tatsächlich so, der S Plus ist noch ein Auto, also ein Reisemobil, was noch automotive Gene halt hat. Und das halten wir für extremst wichtig. Ich habe ja allen Komfort, den ich halt benötige. Da braucht der S Plus oder auch der Liner for Two, braucht da vor keinem anderen jetzt Angst zu haben und einzustecken. Ganz im Gegenteil, wir haben einen Möbelbau, der sicherlich in der Branche seinesgleichen sucht und dann natürlich verbunden mit der Handlichkeit dieses Fahrzeugs. Das ist ein echtes agiles Fahrzeug. Ja, hier sind Zeigerinstrumente. Das kommt aus der Vergangenheit von Karthago Landjacht. Sehr schick. Viele legen da großen Wert drauf. So ein bisschen wie das Gewürzregal vom Bimobil. Ja, gut, okay. Also wir haben ja mittlerweile die berühmte Eieruhr. Die haben wir ja nicht mehr. Da haben wir ja in Aulendorf auch lange Zeit dran festgehalten. Aber die Eieruhr ist jetzt mittlerweile raus. Man hat festgestellt, Menschenskinder, es gibt Smartphones und da sind dann auch Counterfunktionen drin. Deswegen hat man dann doch irgendwann mal die Eieruhr aus dem Auto geholt. Vielleicht verschwinden die Yachtinstrumente hier oben auch noch. Ich persönlich finde es sehr, sehr schön, weil es ist nur mal eine Landjacht und das kann man ruhig hier reinsetzen auf die Funktion jetzt, ob die auf eine Sekunde genau gehen oder so. Ich glaube, da legt gar keiner wirklich Wert drauf. Hier sieht man sehr schön die Fahrassistenzsysteme sind alle integriert. Eine Besonderheit bei Karthago ist diese Sicht nach vorne. Das heißt, du hast eine extrem gute Sicht nach unten. Ja. Das gibt es bei anderen Modellen nicht. Ja, das ist richtig. Wir betreiben da einen relativ großen Aufwand, eben diese Armaturentafel im Winkel halt relativ steil nach unten zu stellen, sodass ich eben auch einen sehr frühen Zeitpunkt habe, in dem ich auf die Fahrbahnstrecke halt schauen kann. Das ist auf einer Autobahn gar nicht so wichtig, aber ich denke mal auf dem Campingplatz, Stellplatz, wo es in engem Raum ums Rangieren geht, ist das schon eine wichtige Geschichte. Ja, du hast ja bei vielen Modellen mittlerweile im Wettbewerb schon eine 4 davor stehen mit großer Ausstattung. Ja. Fahrzeuge, die damals 280.000 und so weiter gekostet haben, kosten jetzt über 400. Ja. Auch eure Fahrzeuge sind ein bisschen im Preis gestiegen. Diese Rabattaktion, die du fährst, die Hubstützenanlage, das sind jetzt keine unsinnvollen Sachen, die du jetzt rein konfiguriert hast. Ja. Kannst du mir die Pakete mal kurz ein bisschen aufzählen? Also das Assistenzsystem macht was? Also das Fahrassistenzsystem hat drin den Abstandsregeltempomat, da ist generell der Tempomat drin, Spurhalteassistent ist in dem Fahrassistenzsystem mit drin. Die Dinge, die halt wirklich wichtig sind, um das Auto auch auf einer langen Autobahnstrecke, ich sage jetzt mal, gemütlich und entspannt fahren zu lassen. Ja. Man braucht nicht permanent selber die Geschwindigkeit korrigieren, da ist ein Nothalteassistent drin, das heißt, wenn der Vordermann stoppt, dann geht das Auto mit in die Bremse rein, in Stau, Verfolgungsassistent ist damit drin. All diese Dinge sind in diesem System mit integriert. Und das Fahrassistenzsystem, ohne das würde ich jetzt so ein Auto, ehrlich gesagt, gar nicht mehr haben wollen in der Klasse. Dann das Thema Lichtpaket. Viele verkaufen LED ja noch extra. Ist hier Full-LED. Genau, wir haben bei Karthago einen für uns und selber entwickelten Voll-LED-Scheinwerfer drin. Der ist natürlich bei uns in den Fahrzeugen serienmäßig und der hat ein Licht, wie ich sag mal, manch ein Pkw da nicht mitkommt. Also das ist wirklich ein sensationelles Licht, was wir hier in den Autos haben. Großes Thema Zuladung, ja. Da knapsen viele dran. Da fahren hier teilweise Fahrzeuge in der Klasse rum mit 700 Kilo, 500 Kilo Zuladung. Bei Karthago ein bisschen anders, gerade beim Iveco. Ja, das ist genau richtig, was du sagst. Der Iveco hat immer die Vorteile und da kommt einfach ein Mercedes- oder Fiat-getriebenes Fahrzeug halt einfach nicht mit. Wir haben eine extrem hohe Zuladung, die ist bei so einem Fahrzeug weit über 1200, 1300 Kilogramm. Wir haben eine extrem gute Traktion bei den Fahrzeugen. Man sieht auch Filmaufnahmen, wo wir beispielsweise Boote damit aus dem Wasser ziehen beim Trailerplatz. Ich habe Heckantrieb und natürlich habe ich eine Differentialsperre in den Iveco-Paketen halt mit eingebaut. Das Differentialsperrenpaket ist ja mit subventioniert mit dieser 50% Aktion und ich habe beim Iveco eine enorm hohe Anhängelast beim kleinen Chassis, also bei dem 50er von 3,3 Tonnen und beim großen von 3,5 Tonnen. Also da kann ich im Winter den SUV mitnehmen und auch jedes Boot hinter mir herziehen, also Trailerbare. Also ohne Fahrzeugoptimierung hat das Fahrzeug bereits schon, ich glaube 210, 212 PS so irgendwas. 207 PS. Der 3 Liter Motor, das merkst du schon, oder? Ja, das merkst du schon, dass hier echt ein Motor drin ist, der auch für ein Nutzfahrzeug entwickelt ist. Der hat einen ganz, ganz anderen Drehmomentverlauf. Der schiebt von unten raus. Relativ drehzahlarm schiebt er das Fahrzeug schon aus dem Keller heraus mit viel, viel Leistung weg. Fährt auch dementsprechend schaltarm.
Apropos Schaltgetriebe, hier ist natürlich drin verbaut eine 8-Gang-Wandler-Automatik von ZF. Das ist eine Automatik, die wird auch in Sportwagen wie beispielsweise Maserati oder der 7er BMW, der hat das gleiche Getriebe halt drin. Das heißt, dieses Getriebe kann mit viel Leistung und viel Drehmoment auch sehr gut umgehen. So, Lederausstattung, Anzahl der Sitzplätze, auch die werden ja rein konfiguriert. Da sind wir beim Iveco natürlich auf der sicheren Seite. Aufgrund der großen Zuladung kann ich hier auch 4 Personen, gibt es auch 5 Personen? Ja, es gibt auch eine 5-Personen-Zulassung für dieses. Ah, ich mache mal das Radio wieder aus. Weil, Sekunde, ich habe hier. Hat dein Radio noch mit drin? Okay. Ja, das ist vorne. Ich habe hier das Soundsystem eingeschaltet, damit ich den Fernseher hochfahren kann. Aber dann geht auch automatisch das Radio gerade mit an. Deswegen mache ich es wieder aus wegen GEMA-Geschichten. 5 Sitzplätze für dieses Fahrzeug, also Gurtsitzplätze, ist kein Problem. Das ist eine Option, eine Sonderoption, die kann man anwählen. Ist relativ selten, dass die Kunden das wählen, aber es ist tatsächlich machbar. Weil die meisten fahren wirklich zu zweit, maximal fahren noch die Kids mit. Es geht ja darum, wenn du das Fahrzeug mal verkaufen möchtest, also 4 Personen würdest du auf jeden Fall empfehlen. Es gibt die auch nur mit 4 Personen. Es gibt keine 2-Personen-Zulassung, oder? Doch, das kriegst du am Endeffekt auch. Wenn du jetzt hier natürlich anfängst, jetzt hier Ausstattung reinzuzaubern in das Fahrzeug. Dann musst du auf Gurtplätze verzichten. Ja, aber das ist beim S Plus oder Liner for Two ist das eigentlich unmöglich, weil der hat so viel Zuladung. In die Situation werden wir mit dem Auto nie kommen. Ne? Aber was viel wichtiger ist, es gibt eben auch die Option Endfall-Hubbett, beziehungsweise Skydream heißt das bei den Fahrzeugen hier. Dann fällt das Hubbett komplett weg. Diese Dachstaukästen, die wir haben, die laufen einmal vorne im ganzen Bug mit. Und ich bekomme 2 dieser Heki-Dächer mit einem schönen Baldachin drumherum. So habe ich dann eben auch eine sehr, sehr schöne Ausleuchtung hier vom Fahrzeug drin, weil eine ambiente Beleuchtung drin ist und es fällt viel Licht von oben rein. Dann habe ich hier natürlich so einen Lounge-Charakter hier vorne. Ne? So, komm, wir drehen uns mal ein bisschen, dann sieht man schon sehr, sehr schön das Hubbett. Das ist Serie. Auf Wunsch kann man Endfall Hubbett haben. Ist das aufpreispflichtig? Das Hubbett ist nicht aufpreispflichtig, das ist in der Serienausstattung mit drin. Aufpreispflichtig wäre jetzt die Option Skydream, die ich eben gesagt habe. Die kostet so um und bei ein bisschen über 2000 Euro. Gut, würdest du auch wirklich empfehlen, wenn jemand nur zu zweit unterwegs ist, einer schnarcht nicht, dann, ja, oft ist das Thema ja Schnarchen, wo die Frau dann praktisch Amok geht. Oft ist es die Frau, die leidet, wenn der Mann schnarcht. Ich kann da aus eigener Erfahrung... Du hast doch nicht bei mir zu Hause geschlafen, da schnarcht nicht nur ich. Okay. Ich sag mal nichts jetzt. Aber nee, besser nicht. Die Claudia wird den Film ja irgendwann sehen, ja, genau. So, Hubbett bitte mit Personalbedienung. Zeig mal, wie das funktioniert, bitte. Ja, ganz genau. Jetzt müssen wir gerade schauen. Ja, kein Problem. Also das ist eine Option mehr. Das Hubbett baut wenig auf, ist sehr schön integriert, sodass man eigentlich gar nicht vermutet, dass jetzt hier ein Hubbett mit dabei ist. Fernseher einmal reinfahren. Da ist er mit drin. Aber wenn das Fernseher jetzt gleich einmal unten ist und das Bett ist runtergeklappt, dann kann ich das Fernseher auch gerne wieder hochmachen. Das ist kein Problem. Du kannst also schon aus dem Bett vorne kannst du Fernsehen schauen, nur fürs Runtermachen, weil das Bett eben halt, ich sag mal, so einen Bogenweg läuft beim Runterklappen, damit man eben bequem einsteigen kann ins Bett jetzt. Ja. Ich habe also hier Schuhe an, die nur für die Halle sind. Ja. Und deswegen kann man hier so auch aufsteigen. Das ist also jetzt hier wirklich eine vernünftige Höhe jetzt hier. Ich kann hier also mich auch hinsetzen und mir morgens meine Strümpfe anziehen. Leg dich mal rein, bitte. Ja, du bist 1,84 Meter, glaube ich. Ja? 1,82. Ja. Hier sieht man sehr schön, das ist für ausgewachsene Menschen gedacht. Hier können auch mal 2 schlafen. Hier können auch kleine Kinder 3 schlafen nebeneinander, wenn du ganz kleine Kinder hast. Die kleine Kinder kannst du wie die Brötchen längs legen, wenn sie ganz klein sind. Warte, ich gehe mal einen Schritt zurück, dass man mal sieht, wie schön groß das Ganze hier ist. Dann hast du wie in der First Class bei der Lufthansa deine Vorhänge, die du auf und zu machen kannst. Das ist wirklich schick. Ja. Und das Coole ist, du hast eine Elektrifizierung auch noch hier mit drin. Auf Wunsch, das kannst du nachrüsten, kann man hier auch USB-Steckdosen oben noch integrieren. Ja. Das ist für euch kein Problem. Nee, das ist überhaupt kein Problem. Die kann man bei uns direkt mitbestellen. Ich bin tatsächlich auch der Meinung, das muss man auch mal sagen, muss auch schon mal Kritik machen, hier müssten eigentlich werkseitig schon mindestens eine USB-Steckdose da oben drin. Aber 12 Volt liegt schon. Ja, das ist aber kein Thema. Das können wir für den Kunden machen, überhaupt. Gut. So, zeig mal bitte mal anheben, die Matratze, dass wir die mal sehen. Ganz kurz mal schauen. Und wir haben ein richtiges Lattenrost mit drin. Du hast auch einen Hubweg unter dem Lattenrost. Ja. Schlafen wie zu Hause auch im Hubbett? Das ist tatsächlich so. Also das Hubbett ist auch, ich sag mal, vernünftig belastbar. Gibt jetzt nicht hier eine Limitierung auf 80 oder 90 Kilo. Da können auch 2 Erwachsene, so wie du und ich, wir können uns da reinlegen. Das ist überhaupt kein Thema. Und das Hubbett hochgeklappt geht auch kinderleicht. Natürlich kann ich Bettzeugs etc. kann ich da drauf lassen. Das ist Gasdruckfeder unterstützt. Genau. Ich muss nicht das Gewicht des Hubbettes hochheben, oder? Nee. Also wenn das einmal anläuft, dann
läuft es eigentlich fast von alleine. Also selbst wenn es Bettzeugs drin ist. Sehr schön. So, dann die Sitze. Auch das sind ganz tolle Sitze von Agouti. Genau, das sind Agouti-Sitze. Und die kann ich natürlich auch ohne Probleme kann ich die drehen. Wie gesagt, das Fahrzeug ist jetzt hier noch nicht im Messelook, sondern gerade erst reingefahren. Hier ist noch der Zettel vom Spediteur halt drin. Und so kann ich die einmal auf Fahrniveau, also auf Wohnniveau, Entschuldigung, kann ich die anliften und kann die drehen und kann dann hier wirklich mich schön gemütlich mit mehreren Leuten hinsetzen. Sehr schön. Navigationssystem, Rückfahrkamera, all das ist mit drin. Ja. Dann die wichtigsten Sachen sind natürlich die Verdunklungssysteme. Auch hier kannst du sehr leicht vorne verdunkeln mit einem richtigen Vorhang, einem Plissee, weil das ist ja die Wärmebrücke schlechthin, ist das Fenster selber, die kannst du damit richtig ausschalten. Das bringt auch richtig viel, oder? Das bringt richtig viel, genau. Die Wärmebrücke schlechthin ist das Frontfenster, das ist einfach so. Das Plissee hat eine spezielle Luftisolierung drin und wenn ich das einmal runtergeklappt habe, also runtergefahren habe, das läuft ja elektrisch zu. Das ist auch zugelassen als Sonnenschutz während der Fahrt, da haben wir eine Zulassung für. Dann ist also die Sonne bleibt dann draußen. Ganz wichtig ist, jetzt wenn wir einmal bei Wärme sind, im Winter, ich habe natürlich eine alte Warmwasserheizung hier drin und die heizt auch das Armaturenbrett mit. Das heißt, diese beiden Gitterroste, die man hier vorne sieht auf dem Armaturenbrett, das sind keine Lautsprecher oder so, sondern da sind Heizkörper drunter verbaut und somit schalte ich diese Wärmebrücke, die oder vielmehr Kältebrücke, die jetzt von außen vielleicht reinkrabbeln würde im Winter jetzt, die schalte ich aus, weil die Armaturentafel wird mitbeheizt. Also das fühlt man richtig mit der Hand, die ist richtig dolle warm im Winter. Schweden geht gerade noch so, Norwegen ist ein Problem, oder, für Karthago-Fahrzeuge? Ja, das geht gar nicht. Also ich habe noch nie ein Karthago in Norwegen gesehen. Nein, wir haben sogar eine eigene Linie für Norwegen. Das ist ein sehr gefragtes Auto sogar in Norwegen. Das ist ein Arktik-Paket nochmal extra, aber die normalen packen das auch, oder? Ja, nee, du wirst lachen, die haben gar nicht viel anders. Es ist tatsächlich nur Nordic Line, nennt sich das, ist eine andere Linie. Das ist eigentlich eine Marketinggeschichte. Das Auto wird gar nicht großartig verändert. Bei den Kleinen ist es eine Veränderung, weil die kriegen dann nochmal Isolierscheiben vorne, rechts und links. Das hat der S-Plus aber serienmäßig. So, komm, wir schauen uns mal das Heizungssystem an. Das ist nämlich das, die Besonderheit. Es ist eine Alde-Heizung mit drin und die Alde-Heizung gehört zu den besten Heizungen der Welt, genau, für Wohnmobile. Ja. Sie wird in Schweden entwickelt, kommt aus Schweden, und das neue Bedienfeld, man sieht, hat hier eine 3030 mit drin, das ist ein dickes Ding. Also der, ich sag mal, heizt so schnell auf. Du hast warm Wasser, Fußbodenheizung plus Konvektoren an allen Seiten. Das heißt, das Fahrzeug wird von den Seiten, aber du hast keinen Luftstrom, du hast nur den Konvektionsstrom. Genau, richtig. Also die alte 3030 ist eine Warmwasserzentralheizung und die hat als Energiequelle halt im ersten Sinn halt natürlich Gas mit knapp 6,7 kW Heizleistung und ich kann nochmal elektrisch mit bis zu 3 kW zuladen. Das heißt also, wenn ich das jetzt wirklich auf dem Platz, externer Strom liegt an, in die Spitze treibe, habe ich hier fast 10 kW Heizleistung für ein Reisemobil. Ja, das ist schon echt eine Nummer. Also hier kriegst du nicht kalt. Die Heizung sitzt auch, also die Heizkörper sitzen eben auch im Doppelboden unten drin verbaut, also in unserem Klimaspeicher Doppelboden. Und dadurch habe ich eben einen Fußbodenheizungseffekt hier im vorderen Bereich, weil diese Platte logischerweise die Wärme schön aufnimmt. Ne? Hier habe ich nochmal so ein zentrales Staufach, wo dann die ganze Fähr- und Entsorgung nochmal vom Fahrzeug angebracht ist, bis hin zur Fäkaltankreinigung. Und wie gesagt, diese Platte nimmt halt diese Wärme gleichmäßig auf und gibt sie an den Innenraum weiter. Fäkaltank, er hat einen Tank. Genau, ja, der hat einen, also bei dem S Plus bekommst du die Option Fäkaltank oder auch halt das Toilettenumpumpsystem, wobei in der Klasse wird dann doch meistens auf Fäkalfesttank gesetzt. Du hast ganz kurz noch, weil wir beim Thema Heizung noch sind, wir haben im rückwärtigen Bereich, also sprich Badezimmer und Schlafzimmer, haben wir eine Fußbodenheizung drin. Da läuft also richtig nochmal warmes Wasser durch den Fußboden durch. Das kann ich aber über Bypassventile auch abregeln, wenn mir das dann da hinten zu warm wird beispielsweise. Gut, ja, sind wir schon bei dem Thema Möbelbau. Das Fahrzeug ist made in Germany? Das Fahrzeug wird in Deutschland gebaut, in Aulendorf, am schönen Bodensee. Und wenn man halt jetzt hier mal so eine Klappe aufmacht, man sieht hier, wir haben echte Metallscharniere drin. Das sind auch richtig dicke Dinger und nicht so kleine aus dem Miniaturwunderland oder so. Da kann man auch ruhig mal hier so ein bisschen dran rumwackeln. Da passiert nichts, da stimmen die Spaltmaße noch. Das Klangbild ist einwandfrei. Auch hier sind nochmal
Staufächer untergebracht für Kastenmaterial? Oder es geht mir ums Klappern. Also dieses Rappeln, Klappern, Knirschen, Knarzen ist minimiert, also nicht vergleichbar. Besonderheit, mir ist das aufgefallen, ich komme ja eigentlich gar nicht aus der Campingbranche, mache das ja erst seit 3 Jahren. Okay. Und mein großer Traum war ja immer, ich sag mal, so einen Liner zu fahren irgendwann mal. Den habe ich mir dann gegönnt im Jahr, was war es, 2019. Und habe dann den Unterschied gemerkt zwischen einem Wohnwagen, dem Tabat-Wohnwagen, der ja Leichtbau, ja, wenn du das anfasst, hast du gemerkt, das ist Camping. Und dann steigst du hier ein oder in einem Liner und das ist dein Haus. Also muss man schon sagen, fühlt sich an wie ein Haus. Und das merkst du auch, wenn du reinkommst. Also wenn du in günstige Klassen deutlich unter 100.000 bist, da werden jetzt viele schreien und werden sagen, der hat einen Knall. Aber das ist vom Raumgefühl her, von der Aufteilung her, die Warmwasser-Fußbodenheizung, all das, das merkst du mit der Zeit. Also wie ist der Möbelbau verarbeitet und so weiter. Deswegen sollte man sich überlegen, ich glaube, wenn man das länger benutzt und ist wirklich mal wirklich auf Reisen damit unterwegs, ja, da merkst du einen Unterschied, oder? Ja, das ist tatsächlich so. Also der Karthago ist auch, ich sag mal, anders gebaut wie die meisten anderen Reisemobile. Unser Möbelbau, der ist nicht nur miteinander verschraubt, sondern die sind dann noch ineinander verzapft, die Möbel. Das heißt, also, so wie der alte Zimmermann gearbeitet hat, mit Nut und Feder wird hier gearbeitet. Und so sind die Möbel in sich miteinander verbunden. Und daher kommen Knistern und Knarren eigentlich erst gar nicht auf. Hinzu kommt noch, unser Karosseriebaukonzept ist halt so, wir haben ja, wenn man die Fahrzeuge von außen sieht, eben oben immer im Dachbereich diese Rundung, die wird in einem aufwendigen Verfahren im Werk halt gemacht und hier ist ein Aluminiumträger formschlüssig von vorne bis hinten eingeklebt. Das ist eine Technologie, die kommt aus dem Flugzeugbau und parallel auch noch verschraubt. Und somit haben wir halt im Grunde genommen, ich sage jetzt mal, eine formschlüssige Karosserie. Unten stehen die Seitenwände in einem Ringankersystem drin, wo die Bodenplatten reinkommen. Wir haben da keine Kälte- oder Wärmebrücken, wie man auch immer sagt, keine Kälte- oder Wärmebrücken. Und das ist ineinander ein geschlossenes System. Hier sieht man so Kleinigkeiten wie zum Beispiel das Öffnen von solchen Staufächern oder der Sitzbank, wenn du die mal hochklappst. Ich glaub, diese Sitzbank allein, wie die hochzuklappen ist, da werden jetzt viele sagen, naja, geht bei meinem auch, aber da muss ich ein Polster wegnehmen, da muss ich irgendwas machen. Und hier kommst du direkt an den Doppelspeicher, Klimaspeicher-Doppelboden. Ja, genau, so heißt er richtig. Genau, du kannst also hier wirklich, wenn du unten was eingeladen hast und willst das gerade mal hier rausnehmen, brauchst nicht rauslaufen, kannst das wegnehmen. Das ist eine Konstruktion, wo du kein Polster oder so wegnehmen musst, das ist fest miteinander verbunden. Du, das geht ja über einen Meter runter, oder? Ja, das ist schon Wahnsinn hier. Ne? Das ist natürlich klar, jetzt beim Iveco-Chassis durch den stabilen Iveco-Rahmen, wenn wir dann unten in die Verlängerung noch reingucken, das geht schon echt einen Meter hier runter. Ne? Auch hier sind dicke Scharniere drin, da sind Federn, die das Ganze nochmal unterstützen. Auch wenn du dir unsere Polster anguckst, die sind halt ergonomisch geformt und nicht irgendwie so gerade Kissen, die irgendwie aufgeknöpft sind. Und wenn du da drin sitzt, findest du nie eine vernünftige Sitzposition. Das ist hier wirklich, ich sag jetzt mal, echt für den Menschen gebaut, nicht für Designer. Geh mal bitte in die Küche, dass wir mal sehen. Du bist ja 1,82 groß, ja. Und die Besonderheit hier ist, dass auch kleinere Personen problemlos an die Schränke rankommen. Da zeigst du ein schönes Element. Jan hat eben zu mir gesagt, Papa, ich brauche Kaffee. Ja. Das ist Kaffee. Jana, komm vorbei und dann trinken wir zweimal einen Kaffee hier. Und soll es ein Espresso sein, auch kein Problem. Natürlich sind bei dem Paket auch stilgerechte Espresso-Tässchen dabei. Mit Karthago. So, die kriegt man noch nach, oder? Die kriegst du auch nach, ja. So, dann ein ordentliches Kochfeld mit Stahlablagen. Sieht man sehr schön. Und da kann man auch wirklich mit kochen, oder? Da kannst du vernünftig mit kochen, ja, ganz genau. Ich sag mal, meine Frau, die kocht sehr gerne. Die will auch demnächst mal so einen Kanal einmachen, wo es dann wirklich um Kochen ins Wohnmobil geht. Mal schauen. Lass sie mal. Man könnte vielleicht noch darüber nachdenken, ob die Platten etwas weiter auseinander sein wollen. Aber ich habe von keinem Kunden bis jetzt eine Reklamation gehört, dass halt jetzt hier Hobbyköchin Claudia mal rein, da muss ein bisschen mehr rein. Sehr schön. So, dann Schubladensysteme mit Zentralverriegelung. Genau, das ist auch eine Besonderheit. Du hast einen Knopf, zeig nochmal, das ist der Knopf. Genau, das ist der Knopf, mit dem ich die Zentralverriegelung entweder aktiviere oder deaktiviere. Das Gleiche passiert aber auch parallel. Wenn ich den Motor starte, bekommt das Steuergerät ein Signal und schließt automatisch den Küchenblock und natürlich auch hier oben die Vitrine dementsprechend mit ab. Und somit ist gewährleistet, dass wirklich alle Klappen zu sind und nicht gleich in der nächsten Kurve auffliegen. Wenn du mal hier rüber kommst, ja, zu mir, ich komme. Kriegst du mal von mir Anweisung, weil hier habe ich eben auch nochmal die Arbeitsplatte.
Festplatte kann ich hier nochmal so ein bisschen verlängern. Ach, da kann man oben auch was abstellen, oder? Genau, richtig. Und da kann ich nochmal, ich sag mal, ein paar Weinflaschen reinstellen. Und hier sind dann halt die Mülleimer untergebracht, natürlich zwei Stück. Damit ich auch im Urlaub meinen Müll halt dementsprechend trenne. Ich merke, das ist nicht der siebte Abklatsch von einem Grundriss, sondern die sind alle für Karthago entwickelt worden. Mhm. Habt ihr schon eine oder andere Sachen, die der Wettbewerb mal kopiert hat von euch, wo du wirklich sagst, das ist jetzt so eindeutig? Ach ja, ich sag mal, da gibt es immer wieder mal was, wo du denkst, ach, da kommt mir noch irgendwie bekannt vor. Aber ich glaube, ist das nicht auch irgendwo normal? Ich meine, das Rad kann keiner mehr ganz neu erfinden. Wohnmobile gibt es nun mal jetzt schon eine ganze Zeit lang. Und es wird echt mittlerweile schwer, auch, ich sag mal, so wirklich mit den kompletten Innovationen um die Ecke zu kommen. Ich finde, es ist viel, viel wichtiger, nicht jedes Jahr das Wohnmobil neu zu erfinden, sondern viel, viel wichtiger finde ich, dass halt im Detail die Fahrzeuge halt immer besser werden und immer praxisgerechter werden. Du hast hier eine Klimaanlage mit drin. Sehr schön ist auch der Stoff, der hier oben dran ist. Der Wagen ist ja jetzt komplett knatschleer. Und es gibt Fahrzeuge, da Hals drin, hier nicht. Nee, das ist hier nicht der Fall. Wir haben einen extra Mikrofaserbezug auf unserer Decke, wie auch auf den Seitenwänden drauf. Die ist also unterschäumt auch. Also wenn man hier gegenfühlt, das ist schön weich. Da liegen auch die Möbel auf, dass sie nicht knarzen, oder? Genau, richtig. Ja. Das ist auch einer der Gründe. Und das hat eine sehr schöne Haptik. Was aber viel, viel wichtiger ist, ich meine, wir schwitzen ja in der Nacht, schwitzen wir ja aus. Und diese Feuchtigkeit wird unter anderem von diesem Mikrofaser in der Nacht aufgenommen und über Tag wieder langsam abgegeben. Und so habe ich halt eben nicht diese Schwitzwasser- oder Kondenswasserbildung, wie man das bei den meisten anderen Reisemobilen halt hat, dass dann vorne so das Wasser die Scheibe runterläuft. Das liegt halt eben hier an unserem Mikrofaserstoff. Ja, hier der Dometic Tower ist angehoben und zwar auf eine ordentliche Höhe. Mhm. Du hast ja viele Tower, die sind tiefer und du kannst ja mal gern zeigen, an das Gefrierfach musst du ja eher selten ran. So, genau, und also, das ist der berühmte Dometic 10 halt, der von beiden Seiten zu öffnen ist. Der ist ja mittlerweile in der gesamten Branche eigentlich verteilt. Dementsprechend ist ein Absorberkühlschrank. Ich bin ein großer Fan des Absorberkühlschranks. Ich habe jetzt auch einen. Ich habe einen 10er Absorber. Ja, ich habe bei mir auch einen drin. Außer in meinem Malibu Kastenwagen, da habe ich natürlich einen Kompressorkühlschrank drin. Aber ich finde den Absorberkühlschrank echt cool, weil der tut, was er macht. Er kühlt meine Getränke und wenn ich damit gescheit umgehe und lasse da jetzt mal, wenn die Sonne wirklich von hinten drauf prallt, mache ein bisschen die Markise aus oder so und das Gitter steht im Schatten, habe ich da eigentlich kein Problem. Halten ewig. Also ja, Absorberkühlschränke kannst du auch super servitieren, wenn da mal irgendwas ist und reparieren, das funktioniert. Ja, denn der Vorteil ist, sie brauchen viel weniger Strom, nämlich so gut wie gar keinen. Ja, die Autarkie wird enorm erhöht. Ja, das ist genau das, was ich meine. Wenn ich jetzt mit einem Kompressorkühlschrank arbeite, muss ich mir zwangsweise Gedanken machen, wenn ich viel freistehe, Gedanken machen um das Thema Autarkie, Elektroversorgung, Solarzellen etc. Das ist bei einem Fahrzeug mit einem Absorberkühlschrank, kann ich diese Nummer etwas mehr vernachlässigen. Auch hier kann ich nochmal separieren. Den Apothekerschrank habe ich auch gerade hier gezeigt. Der ist ja vielen Damen sehr, sehr wichtig. Und jetzt kommen wir dahin, wo ich eben von gesprochen habe, in diesem echt wahnsinnig großen XXL-Raumbad hier. Also das alles hier ist jetzt Badezimmer. Ich kann hier aufrecht in die Dusche reingehen, ebenerdig. Da sind keine Stolperfallen drin. Dieser Bodenbelag, der hier drin ist, der kann auch dementsprechend drin bleiben. Das heißt, den muss ich nicht rausnehmen. Bestenfalls nach dem Urlaub mal zum Reinigen, was da drunter halt so noch überbleibt. Achso, der kann drin bleiben hier, wo du drauf bist. Der ist aus einem verrottungsfreien Material. Das ist nicht das gleiche Material wie der Boden. Der sieht halt nur gleich aus. Das ist ein verrottungsfreies Material. Und ich kann hier, wenn ich gerade eben die Transportsicherungen rausklappe, zack, kann ich hier die Dusche schließen und dann wird die noch mal größer, weil die Scheibe im eingeklappten Zustand hat ein bisschen Platz weg. Und hier kann ich jetzt also richtig hin und her laufen. Ne? Ich sehe. Und ich habe eine Regendusche hier drüber, also hier, diese Rain Shower. Das macht natürlich richtig Sinn. Gerade wenn du eine große Person bist, dann kannst du dich gar nicht benetzen. Ja. Und das funktioniert. Das ist aber eine Spardusche. Das heißt, also hier kommt relativ wenig Wasser durch. Trotzdem hast du einen ordentlichen Schwall, der rauskommt. Ja, also der Druck ist wirklich enorm, den wir haben. Aber wir haben halt eben, ich sag mal, über diese Düsen halt so, dass wir wirklich nicht so viel Wasser da durchpressen. Aber der Druck ist dementsprechend hoch. Und natürlich für die langhaarigen Passagiere dann dementsprechend auch noch mal eine Handbrause, damit man die Haare auch eben so. Sag mal, das Wasservolumen ist hier natürlich bei dem großen Modell auch höher, oder? Als bei den ganz kleinen. 235 Kilo. Kilogramm. Ist ja. Ja, kommt auch hin, ne? Ja, genau. Also Liter, ne? Logisch. Also 235 Liter. Ja. Und das übrigens hält, ich habe zurzeit einen 300-Liter-Tank. Damit kannst du als alleinige Person 4 Wochen mit auskommen, das geht. Zu zweit kann man 2 Wochen, wenn man sich sparsam verhält. Wenn man natürlich die Dusche laufen lässt, die ganze Zeit. Man
kriegt ein neues Verhalten, oder? Im Wohnmobil, was das Wasser angeht. Ja, das sowieso. Also wir duschen jeden Tag im Wohnmobil. Jeden Morgen wird bei uns geduscht. Und wir kommen mit diesen 235 Liter, kommen wir gut 5 bis 6 Tage kommen wir hin. Und wir sparen nicht dann mit dem Wasser. Klar machen wir, wenn wir uns einseifen, gerade die Dusche aus und lassen dann nicht durchlaufen. Ich denke mal, das versteht sich wie von selbst. Aber sparen tut man automatisch, weil zu Hause würdest du dann pro Spülgang 20 Liter verwenden. Hier ist das anders. Können wir mal die Toilette sehen, weil das ist jetzt eine Festtanktoilette. Und hier siehst du, da hast du... Ist das eine Festtank? Das ist eine Festtanktoilette hier, ganz genau. Sehr stark, als Tedford. Ganz genau. Ist natürlich auch Keramik dementsprechend, keine Frage. Und ich sag mal, ich habe hier wirklich, setz dich mal gerade rein für dich oder für euch. Du hast hier auch die Möglichkeit, deine Beine gescheit auszustrecken. Da ist hier nochmal so ein Ausschnitt halt drin, sodass man hier also wirklich vernünftig sitzt. Auch wenn die Türe zu ist, hat man hier genügend Platz. Hier ist auch noch ein Handtuchhalter dementsprechend und hier nochmal ein Thermostat, um eben diesen Heizkörper dann auch dementsprechend zu regulieren. Boah, es ist schön gemacht, wirklich. Das Coole ist bei euch die Farben cremeweiß. Wir reden ja hier von Mittelalter bis altem Publikum, kann man ja offen sagen. Also ich sag mal, jemand, der vielleicht 18, 19 ist, dem ist vielleicht das Design doch ein bisschen zu cremig. Ja, aber ich sag mal, wenn man ein bisschen ins Alter gekommen ist, ja, ich bin jetzt auch schon 55, am Anfang findet man das vielleicht so der letzte Schrei an Design, sind ja oft dunkle Töne und so weiter, aber hier Cremefarben, Holz, das hat sich bewährt. Also gerade diese Farbe hier im Möbelbau kommt besonders gut an. Ja, das ist so. Ich meine, man braucht ja auch wirklich nur zu schauen, wenn man sich anschaut, wer schaut unsere Videos. Das wird bei dir wahrscheinlich nicht viel anders sein. Dann geht das so wirklich mit 50, 55 geht das los. Das ist eigentlich so die Hauptzielgruppe. Und ich finde, das ist ein absolut zeitloses Design. Jetzt schießen wir dich mal ab, jetzt kannst du dich gleich selber sehen. Spiegel. Ja, genau. Das ist ein absolut zeitloses Design, was wir hier haben. Ja, genau, alles sauber, hast dich super aus. Sehr schön. Ja. Zeitloses Design, was wir hier halt drin haben. Es ist halt, ich sag mal, ein edles Design. Halt, ne? Ich zeig mal gerade. Die Lampen übrigens, wenn man hier reinguckt, da ist das Ganze auch beleuchtet, sodass du dich ordentlich siehst auch beim Rasieren. Die Treppen. Ja, genau, die Treppen hier. Ich habe also hier bei den zwei Einzelbetten trotzdem die Möglichkeit, wirklich über einen Tastendruck kann ich die Treppe rausziehen, kann dieses Brett nochmal entkoppeln, lege hier nochmal so einen Einlegekeil rein, der hier irgendwo im Auto jetzt sein müsste. Und so habe ich die Möglichkeit, eben hier auch eine riesengroße Liegefläche draus zu machen. Und wenn ich dann an die Schränke, die ich eben gezeigt habe, dran muss, kann ich trotzdem den Treppenlift zurückschieben und komme dann eben wieder hier an die Kleidungsstücke ran, ohne das Bett wegbauen zu müssen. Ne? Sag mal, Solaranlage ab Werk ist kein Problem, oder? Oder ist Nein, das auch? Um Gottes Willen, nee, das ist überhaupt kein Problem. Klar, Solaranlage gehört auf so ein Auto halt drauf, im Regelfall. Das kann man natürlich machen, ja, genau. Fernseher. Hier haben wir nochmal einen Fernsehschrank halt dementsprechend. Den kann ich rausziehen, da ist nochmal ein 24 Zoll TV-Gerät verbaut. Das heißt, wenn ich das nicht brauche, muss ich auch mir nicht den ganzen Tag den Fernseher angucken. Die Betten hier haben ein Maß von 2,05 Meter, ja, also wirklich satt. Hier sind nochmal USB-Dosen auf beiden Seiten verbaut und natürlich auch dementsprechend dann Lichtschalter, die ich von hier aus steuern kann, damit ich eben noch nicht aufstehen muss. Auch 230 Volt. Hier oben kann man übrigens das Handy ablegen in das Fach rein. Ja. Und das Längs-Einzelbett hat natürlich viele Vorteile. Es gibt die Version auch als Queensbett eigentlich? Ja, genau. Habe ich eben draußen gesagt. Das ist dann der 64er XL. Der Grundriss ist quasi von hier aus nach vorne gesehen komplett identisch. Nur im Heckbereich habe ich dann halt das Queensbett. Rechts und links nochmal mit zwei Kleiderschränken und nochmal zwei deckengroßen Kleiderschränken auf der im Fahrzeug-Badezimmer verbaut. Sehr schön. Bitte nochmal das Liftsystem zeigen. Du hast es eben mal schnell gezeigt. Das ist übrigens auch eine Besonderheit, denn viele werden sagen, der hat ja nur einen großen Kleiderschrank. Was heißt nur einen? Er hat drei. Denn das hier ist wirklich Kleiderschrankgröße. Ja. Und durch das Liftsystem ist es so einfach zu bedienen, dass man es auch gerne macht. Du weißt, alles, was man nicht einfach bedienen kann, machst du nicht gerne. Genau, das ist so. Ich kann so von oben drauf direkt auf meine Kleidung drauf gucken, kann die Farben vernünftig erkennen. Das ist alles super gelöst an der Stelle. Und es gibt natürlich ein spezielles Bettzeug für die Fahrzeuge, wo das Bettlaken halt dementsprechend hier unterteilt ist, sodass ich dann nicht jedes Mal das ganze Bett durcheinander habe, wenn ich den Schrank halt aufklappe. Das ist also auch geregelt. Wenn du mal gerade die Matratze anhebst, gerade nochmal, ich will gerade nochmal zeigen, dass das Ganze nämlich auch hier mit einem speziellen Teller-Federsystem versehen ist und da läuft nämlich auch die Heizung lang und die kann man extra einstellen. Genau, die Heizung kannst du extra einstellen, das zeige ich dir gleich, das passiert hier vorne im Schrank drin. Was ich dir aber noch zeigen möchte, finde ich auch sehr wichtig, du siehst hier ist so ein Kantenschutz einer dran. Das heißt,
Die Matratze hat nicht die Möglichkeit und kann sich jetzt hier platt an die Wand anlegen, weil da ist quasi ein Heizkörper, vielmehr das Heizrohr läuft da entlang und die warme Luft, die dich daran erwärmt, läuft halt dementsprechend nach oben. Das heißt, sie steigt auf und hier wird dann permanent frische Luft nachgezogen. So habe ich auch unter der Matratze aufgrund dieses Systems immer eine Unterlüftung und habe hier eben, wie du gerade sagst, kein Mief. Nicht, hier kann sich gar kein Schwitzwasser irgendwo absetzen. Und das, was man hier so sieht, das sind die Sachen, die dem geschuldet sind, dass man trotz alledem, dass das Auto so eine enorme Zuladung hat, immer noch versucht, Leichtbau zu machen. Könnte man bei dem auch. Kannst du das Heck hinten ein bisschen anheben, damit ich besser lesen kann? Du meinst jetzt hier das Lattenrost? Ich habe eben gesehen, da ist ein Winkel mit dabei. Das kannst du, glaube ich, ähnlich wie im Komfortbett. Da gibt es noch keinen Motor für, oder? Nee, da gibt es keinen Motor für, aber du kannst das eben halt dementsprechend aufstellen hier. Ja, und das kannst du bei der Queensband-Variante eben ganz genauso. Abends beim Lesen oder wer sowieso gerne vielleicht mit erhobenem Haupt schlafen möchte, also noch höher dann, der kann das halt dir dementsprechend so einstellen. Die Schränke hinten sind rund, das hat Riesenvorteile für Auer. Ja, genau, Riesenvorteil für Auer zum einen. Zum anderen sind die auch trotzdem noch so tief, dass ich T-Shirts oder Unterhemden da vernünftig einfalten kann, muss ich also nicht zusammenrollen. Kann man mit der Hand bitte rein, ja, ganz tief mal, dass man mal sieht. Also das hat eine gewisse Tiefe, weil hier, das ist ja wirklich prädestiniert für Unterwäsche, oder? Ja, ganz genau, also das, so bis hier ging es jetzt gerade da rein. Das ist prädestiniert für Unterwäsche halt und da oben in den Winkelschränken entweder halt Handys oder Wecker oder auch für die Schnarcher, wo wir eben waren, Apnoegeräte wird da oft eingebaut, dann machen wir nochmal zusätzlich Steckdosen da rein, dann hat man da festen Platz dafür. Ja. Sehr schön. Du kannst dich hier einschließen. Ich kann mich hier einschließen. Das haben wir eben schon gerade gezeigt. Ist das langlebig, dieses, ich sag mal, Schließmechanismus für die Türen, weil wir hatten bei Wettbewerbern oft Türen zum Schlafzimmer gesehen, die gingen dann auf den Messen danach nicht mehr zu, nach Messetag 2. Also so eine Messe ist immer ein absoluter Härtetest, egal welcher Hersteller, das muss man einfach mal so sagen, da muss man eine Lanze für alle brechen, weil nicht alle Leute, die in die Fahrzeuge hineinkommen, die kennen sich mit der Funktionsweise vieler Dinge aus. Da wird dann einfach irgendwo dran gezogen oder gerissen oder so, wie beispielsweise hier die Schiebetür, die ich eben gezeigt habe. Ganz kurz, können wir gleich wieder zumachen, kurz unterbrechen. Das sind die zwei Bypassventile, einmal für den Fußboden im Badezimmer halt dementsprechend zu regulieren und einmal nochmal fürs Bett. Das heißt, wer das nicht mag... Da kannst du weniger mehr machen, dann wird es wärmer oder kälter. Genau, also ich schlafe lieber kalt, also ich würde die Heizung im Schlafzimmer komplett ausmachen. Aber Badezimmer fände ich. Ist die Heckgarage eigentlich beheizt? Die Heckgarage ist beheizt. Also das ganze Fahrzeug ist egal. Also ich kann die Winterstiefel Skier fahren, die kann ich die trocknen. Ja, ganz genau. Also ich habe im Winter immer meine Skischuhe, habe ich hinten in der Heckgarage stehen. Dann sind die morgens schön warm, das Plastik ist nicht so hart. Genau. Mach mal bitte auf, nochmal den Spiegelschrank, weil da haben ja viele dann ihre elektrische Zahnbürste drin und so weiter. Das ist natürlich jetzt nicht so tief. Also ich sage jetzt mal, eine gute Handflächentiefe hat das ja jetzt, aber für Zahnputzbecher oder Zahncreme oder andere Sachen halt Cremes reinzumachen, Rasierapparat. Geht das. Ansonsten hast du ja hier nochmal die Schubladen, die großen. Du empfiehlst ja grundsätzlich mit solchen kleinen Aufbewahrungssystemen zu arbeiten. Das kennst du. Das ist eine Box, die du reinlegen kannst in zum Beispiel einen Schrank, damit nicht alles rausfällt und so weiter. Gibt es dann bei IKEA zum Beispiel, habe ich das gesehen, da gibt es die wildesten Sachen. IKEA ist aber prädestiniert für. Da hast du halt diese, ich sag mal, kleinen Kistchen halt, die zum Teil aus Filz gearbeitet sind. Die sind eigentlich ideal. Weil kostet nicht viel. Das kostet nichts, das hat eine Eigendämpfung. Das, was du da reinlegst, ist auch gleich direkt. Klappert nicht. Ja, perfekt. Und so kriege ich eben auch Ruhe in die Autos rein. Ne? Ja, Ruhe in die Autos. Das ist oft nämlich nicht das Auto, sondern das, was ich eingeladen habe. Ja, hier siehst du auch die Tür. Hier vorne kannst du verschließen für dein Raumbad und ich kann gar nicht glauben, dass der unter 2,30 Meter breit ist. Das sind die entscheidenden 20 Zentimeter, gerade wenn du in Italien in eine Mautstelle reinfährst und vielleicht nicht so der Top-Fahrer bist, weil da passen ja auch 2,55 durch, aber dann hast du links und rechts noch 2 Zentimeter. Ja, also da kriegst du schon mal nasse Handflächen an der Stelle oder auch in manchen Baustellen drin, also jetzt gerade... Gardasee. Ja, wir haben ja Filmaufnahmen am Gardasee gemacht, da sieht man, wo wir da durch die Gassen fahren, da wärst du mit einem 2,35er Auto nicht mehr durchgefahren, hundertprozentig nicht. So, ein paar Zentimeter, die es ausmachen. Ja, wir könnten noch stundenlang über das Auto reden. Wir haben uns heute vereinbart, jedes Auto in 12 Minuten ist hier nicht ganz gelungen. Ja. Aber wie immer, das ist übrigens das Dometic-Bedienfeld. Was kann das? Das ist für den Wechselrichter. Ja, genau, das ist für den Wechselrichter. Du kannst den Wechselrichter hier ein- und ausschalten und du kannst dann eine Nachtabsenkung reinmachen. Also ich habe hier 230 Volt, auch wenn ich keinen Außenanschluss habe. Ja, ganz genau. Das ist dieses sogenannte Paket Küche und Café. Das kann man werkseitig bestellen, ja. Fliegengitter? Ja,
Ja, easy, nur mal gucken. Selbstverständlich. So. Na, komm her. Backöfchen hat es mit drin. Fingernägel so frisch geschnitten. Ja, perfekt. Also hier, das ist das Fliegengitter. Das hält auch mal einen gescheiten Wind aus oder so. Also für alle, die jetzt nochmal abhäten wollen, er hat es eben zweimal gesagt, diese Schuhe sind nur für die Halle. Die ziehst du extra an, deswegen darfst du damit auch auf Bett und so weiter drauf. Ja. Und grundsätzlich werden alle Fahrzeuge nach der Messe ja entsorgt. Ja. Das ist... das Hallo Jan! Das sind dann die Fahrzeuge, die den Superdeal haben. Ich begrüße mal gerade deine Tochter. Aber pass auf, bitte keinen Kuss auf den Mund. Das ist nicht mehr so. Okay, nee, das hätte ich auch nicht gemacht. Hast du gehört von dem Fall, ja. War so. Jan, hi. Ich grüße dich. Boah, das war gestern sind wir böse abgestürzt, oder? Mhm. Müssen wir nicht drüber reden. Es war keine schöne Nacht so, danach. Du hast dir den Presseausweis geholt. Du filmst ab morgen mit Simone. Heute wirst du den Andreas ein bisschen beistehen. Ich hab noch Eistee dabei. Wäre das gut, wenn du den gleich mal ein bisschen was trinkst. Aber du hast eben gesagt Kaffee. Genau, wir brauchen jetzt einen Kaffee. Ganz okay. Dringend. Okay, ich hoffe, wir kriegen einen. Andreas muss noch einmal kurz das Vorteilspaket aufzählen. Genau. Denn, Jan, ich habe eine gute Nachricht für dich. Du zahlst jetzt keine 286.000 Euro für das Auto, sondern nur noch... Nee, es gibt ein Paket, wo man die Sonderzubehörpakete mit 50% Rabatt bekommt. Welche Pakete sind das? Genau, das ist also das Superpaket, das Fahrassistenzpaket, das Fahrwerkpaket und das Basispaket Nummer 1. Das zusammen bekommt 50% Rabatt und es gibt nochmal die Hubstützenanlage von E&P gibt es für 1 Euro mehr. Was normal, wie viel? Das Ganze bist du ungefähr bei 26.000 Euro. Allein die Hubstützenanlage sind 9.120 Euro. Ja. Mit dem Einbau? Mit dem Einbau, ja. Mit dem Einbau. So, ihr habt eine Fachwerkstatt, du bist der größte Cartago-Händler der Welt. Einer der größten, so ja. Haben wir es so gesagt. Und ihr habt eine neue Standfarbe, diesmal ein freundliches Schwarz. Ja, nochmal ganz zum Schluss, dieses Paket, dieser Superdeal ist für Bestandsfahrzeuge und wenige Fahrzeuge, die ich noch im Vorlauf habe, also alles ganz kurz verfügbare Fahrzeuge. Also nur solange der Vorrat reicht und das ist sehr begrenzt. So, hier steht er, der Schick S Plus und der hat eine Besonderheit, denn das ist eine Weltpremiere. Stimmt das überhaupt, was ich sage? Nee, das ist jetzt keine Weltpremiere. Habe ich doch schön anmoderiert. Ja, hast du super gemacht. Jetzt ist natürlich ist das eine Weltpremiere. Ich glaube, bis eins weiter ist der neue, oder? Ja, der ganz neue 145er. Den schauen wir uns als nächstes an. Und dann würde ich sagen, den hauen wir auch ganz früh raus, den Film, weil das ist ein Auto, das interessiert viele Leute. So, danke fürs Einschalten. Heute ist der 24. August 2023, dass ich da jetzt nicht rum. Wir schauen uns die 2024er Modelle von Cartago an. Es hat sich so viel nicht geändert und das finde ich gut, denn das Thema ist ja Wertbeständigkeit. Gerade bei den Vollintegrierten macht ihr einmal eine schöne Schnauze und dann sehen die Dinger gut aus und dann können die auch mal 6, 8 Jahre laufen. Ne? Ja, das ist so. Man erkennt eigentlich immer direkt einen Cartago. Das ist wie eine Familie und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und wir haben eben nicht alle 2, 3 Modelljahre ein komplett neues Modell. Das macht eben halt diese Wertstabilität aus. So, das Ganze gibt es auch mit Queenspad. Vielen Dank fürs Einschalten. Andreas Marein, du bist in Aldenhofen. Das liegt in Nordrhein-Westfalen, unweit von Aachen und bist damit natürlich sehr zentral, auch für Leute aus Belgien, aus den Niederlanden, aus ganz Deutschland. Dein Haupteinzugsgebiet ist wirklich ganz Deutschland, Österreich, die kommen von überall. Das stimmt. Wir haben eine sehr, sehr große Reichweite halt eben aufgrund, ich sag mal, der Social Medias halt und weil wir halt extrem viel Auswahl von Fahrzeugen haben und wer, ich sag jetzt mal, sich da mal umschauen möchte unter www.cartago-center.de, da kann man sich die Fahrzeuge alle im Detail anschauen oder halt bei unserem YouTube-Kanal unter Womo Scout. Vielen Dank fürs Einschalten und Jan, schön, dass du da bist. Ja. Tschüss. Tschüss.